ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Bundestag hat heute die umstrittene Mietpreisbremse beschlossen. Das Gesetz sieht vor, dass bei Wiedervermietungen von Wohnungen die Mieten nicht mehr als 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen dürfen. Vermieter können aber nicht gezwungen werden, eine freigewordene Wohnung unterhalb der bisherigen Miete anzubieten. Der Bundesrat muss noch zustimmen. Schlange stehen für attraktive Wohnungen. Daran wird auch die Mietpreisbremse nichts ändern. Denn da helfe nur ein größeres Angebot, sagt die Union und hat deshalb durchgesetzt, Neubauten von der Mietpreisbremse auszunehmen. Für uns als Union war immer wichtig, dass wir nicht nur an den Symptomen herumdoktern, sondern dass wir die Ursachen der steigenden Mieten nachhaltig bekämpfen. Und da gilt ganz klar der Satz, das beste Mittel gegen steigende Mieten, das ist immer noch der Bau von neuen Wohnungen, meine Damen und Herren. Bei Grünen und Linkspartei stößt diese Ausnahme auf Kritik. Das ist keine Mietpreisbremse, das ist eine Einladung zur Luxusmodernisierung und zum Bau von neuen Lofthauses. Das lehnen wir in dieser Konsequenz dann noch ab. Das können wir so tatsächlich nicht unterstützen. Rund 400.000 Mieter, entgegnet der Justizminister, würden von der Preisbremse profitieren. Denn künftig dürfen die Mieten bei neuen Verträgen nicht mehr als 10% über dem Mietpreisspiegel liegen. Wohnungen sind keine Ware, sondern sie sind das Zuhause von Menschen. Und deshalb sollten Wohnungen nicht wie Aktien an der Börse gehandelt werden. Und auch dazu trägt dieses Gesetz bei. Der Justizminister will die Mieter auch vor erzwungenen Maklerkosten schützen. Künftig zahlt, wer bestellt, also meistens der Vermieter. Bis die Mietpreisbremse wirksam wird, kann es aber noch Monate dauern. Denn erst müssen Länder und Kommunen die Wohngebiete ausweisen, in denen die Preisbindung künftig gelten soll. In erster Lesung hat sich der Bundestag heute mit einem Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Gröhe zur medizinischen Versorgung beschäftigt. Vorgesehen sind unter anderem mehr finanzielle Anreize für Ärzte, sich in strukturschwachen Regionen niederzulassen. Auf der anderen Seite sollen Arztpraxen in überversorgten Gebieten nur noch dann nachbesetzt werden, wenn dies sinnvoll ist. Wir arbeiten für ihr Leben gern, solange die Politik uns noch lässt. Die Ärzte machen mobil gegen das geplante Gesetz. Es sieht vor, strikter gegen Überversorgung in Großstädten vorzugehen. Durch Praxisschließungen in der Stadt sollen mehr Ärzte fürs Land gewonnen werden. Manche kassenärztliche Vereinigung hat uns vorgezählt, wie viele Praxen durch das neue Gesetz angeblich dicht machen müssen. 25.000 nennt die KBV für ganz Deutschland. Das ist blanker Unsinn. Denn laut Gesetz soll nur dann eine Praxis aufgekauft, sprich geschlossen werden, wenn ein Arzt in den Ruhestand geht. Und auch nur dann, wenn im Umkreis bereits mehr Ärzte als notwendig von der gleichen Fachrichtung niedergelassen sind. Das Gesetz sieht zudem sogenannte Termin-Service-Stellen vor. Dort soll sich jeder Kassenpatient melden können und innerhalb von 4 Wochen einen Facharzttermin vermittelt bekommen. Die Ursache für ungleiche Verteilung von Ärzten und für lange Wartezeiten werde, so meint die Linkspartei, mit dem Gesetz allerdings nicht angegangen. Solange die Ärzteschaft für dieselbe Leistung bei Privatversicherten doppelt und dreimal so viel abrechnen können wie bei gesetzlich Versicherten, solange wird es eine Zweitklassenbehandlung in der Arztpraxis geben. Das ist klar und das sagen auch die Ärztinnen und Ärzte selber so. Das fast 300 Seiten starke Gesetz dreht noch an vielen weiteren Stellschrauben im Gesundheitssystem. Nach Auffassung der Opposition verliert sich somit der Gesetzentwurf in viel Klein-Klein. Ebenfalls auf der Tagesordnung des Parlaments stand heute das Gesetz zur Tarifeinheit. Damit will die Regierung die Macht kleiner Gewerkschaften wie die der Lokführer eindämmen. In Betrieben mit mehreren Tarifverträgen für gleiche Berufsgruppen soll nur noch der Vertrag der größeren Gewerkschaft gelten. Vertreter der Opposition kritisierten das als Eingriff in das Streikrecht. Erneute Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Hier in Nordrhein-Westfalen legen bundesweit tausende Beschäftigte ihre Arbeit nieder, unter ihnen auch angestellte Lehrer. Die Gewerkschaften fordern für die 800.000 Angestellten der Länder 5,5% mehr Geld und eine bessere Altersversorgung. Die 115.000 Beschäftigten, die unter den Haustarifvertrag von Volkswagen fallen, erhalten von Juni an 3,4% mehr Geld. Außerdem gibt es einen Bonus zur Betriebsrente, so das Ergebnis der Tarifverhandlungen. Das Plus soll auch für VW-Leiharbeiter gelten. Statt eines Zuschlags zur Betriebsrente bekommen sie jedoch eine Einmalzahlung.
Das Plus von 3,4% entspricht dem, was Ende Februar auch in der Metallindustrie vereinbart wurde. China schraubt sein Wachstumsziel herunter. Die Wirtschaft soll in diesem Jahr langsamer zulegen, so wenig wie seit 25 Jahren nicht mehr. Mit dieser Vorgabe eröffnete Ministerpräsident Li Keqiang heute die Jahrestagung des Volkskongresses in Peking. Trotz der Konjunkturschwäche will die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt aber kräftig in die Rüstung investieren. In seinem Rechenschaftsbericht beklagte der Regierungschef offen Korruption und Umweltverschmutzung. Der Platz des himmlischen Friedens weiträumig abgesperrt, strenge Sicherheitsvorkehrungen. Das Volk muss draußen bleiben, beim Volkskongress. Die rund 3000 Delegierten werden in den kommenden 10 Tagen die Entscheidungen der Regierung abnicken. Sie sind nicht frei gewählt, sondern von der Partei bestimmt. Die schlechte Nachricht im Rechenschaftsbericht von Premierminister Li: Die Wirtschaft wird langsamer wachsen, so langsam wie seit 25 Jahren nicht mehr. Die gute Nachricht: China will mehr für den Umweltschutz tun. Wir müssen unsere Aktionen gegen Luftverschmutzung forcieren, uns überregional koordinieren und Kohlekraftwerke müssen modernisiert werden. Der Kohleverbrauch soll nicht weiter steigen. Die Metropolen ersticken im Smog. Oft kommt die Sonne nicht durch. Gewässer und Böden sind verseucht. Jahrelang hat die Partei das Thema totgeschwiegen. Das geht jetzt nicht mehr. Und plötzlich ist erlaubt, was sonst verboten ist. Ein kritischer Dokumentarfilm, vor einigen Tagen im Internet platziert, schon 200 Millionen Mal geklickt und nicht zensiert. Eigentlich hat China sehr strenge Umweltgesetze, aber die werden nicht eingehalten. Allzu oft werden Kontrolleure bestochen und so Umweltauflagen unterlaufen. Parteichef Xi hat der Korruption den Kampf angesagt. 400.000 Kader wurden schon bestraft. Xi will so das verlorene Vertrauen der Bevölkerung in die Partei zurückgewinnen, damit seine Macht erhalten und sicherstellen, dass China bleibt, was es ist. Ein autoritärer, ein Parteienstaat. Den Rechenschaftsbericht der Regierung darf Li Keqiang vortragen, die eigentliche Macht im Staat aber hat Präsident Xi. Seine Antikorruptionskampagne will er weiter fortsetzen, das kommt an in der Bevölkerung und damit schaltet er auch innerparteiliche Gegner aus. Und Kritiker in der Gesellschaft, Bürgerrechtler, Aktivisten und Anwälte lässt er unnachgiebig verfolgen. Weitere Hintergrundinformationen zur Situation in China finden Sie auf tagesschau.de. Unter anderem beleuchten wir, wie sich das Wirtschaftswachstum auf den Alltag der Menschen und auf die Arbeitswelt auswirkt. Die Europäische Zentralbank will am Montag mit ihrem angekündigten Aufkaufprogramm von Staatsanleihen beginnen. Das teilte EZB-Präsident Draghi nach der heutigen Sitzung des Zentralbankrates mit. Die Anleihekäufe würden so lange fortgesetzt, bis die Teuerungsrate in der Eurozone wieder bei knapp 2% liege, so Draghi. Zuletzt waren die Preise in der Eurozone gesunken. Sollte sich dies fortsetzen, befürchtet die EZB Gefahren für die wirtschaftliche Entwicklung. Der NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht München verzögert sich. Grund ist der Gesundheitszustand der Hauptangeklagten Schäpe. Bis zum Monatsende soll es deshalb nur 2 Verhandlungstermine in der Woche geben. Ursprünglich waren 3 geplant. Schäpe muss sich vor Gericht verantworten, weil ihr die Bundesanwaltschaft eine Beteiligung an 10 Morden vorwirft. Die Motive seien Fremdenhass und Hass auf den Staat. Beate Zschäpe ist angeschlagen. In den letzten Wochen war die Hauptangeklagte im NSU-Prozess oft krank. Erst vorgestern fiel der Prozesstermin wieder aus. Diese Bilder sind nicht aktuell. Das Gericht hat auch mit Rücksicht auf Zschäpes Gesundheit entschieden, dass sie nur noch an 2 Prozesstagen im Monat gefilmt und fotografiert werden darf. Heute nun wurde eine weitere Maßnahme verkündet. Statt an 3 soll im März nur noch an 2 Tagen in der Woche verhandelt werden. Das Gericht hat die Angeklagte untersuchen lassen im Hinblick auf ihre Verhandlungsfähigkeit. Der Arzt ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Verhandlungsfähigkeit besteht. Er hat aber zumindest den Ratschlag gegeben, dass man womöglich die Anzahl der Sitzungstage etwas reduzieren könnte, die Belastungen der Angeklagten durch die Sitzungstage reduzieren könnte. Seit fast 2 Jahren läuft der NSU-Prozess in München bereits. 190 Verhandlungstage sind absolviert. Ein Ende ist nicht absehbar. Wie stehen Angeklagte und andere Prozessbeteiligte solche Mammutverfahren durch? Erfahrungen gibt es kaum. Momentan sieht es aber nicht danach aus, dass der Prozess um Beate Zschäpe platzt.
Man darf einen Prozess wie diesen laut Gesetz ohnehin für einen Monat unterbrechen. Bei erwiesener Krankheit eines Angeklagten kann man die Pause dann nochmal um 6 Wochen verlängern. Und nur im Extremfall, also wenn es noch länger dauert, müsste man ganz von vorne beginnen. Aber da muss man ganz klar sagen, so weit sind wir Stand heute noch lange nicht. In der Justizvollzugsanstalt Gönchenstadelheim sitzt Beate Zschäpe in Untersuchungshaft. Im März wird sie jetzt mehr Zeit in ihrer Zelle verbringen müssen. Offenbar ist das für Zschäpe weniger belastend als ein Gerichtstermin. Der Rundfunkbeitrag von ARD und ZDF bringt mehr Geld in die Kassen als zunächst gedacht. Bis zum Jahr 2016 werden etwa 1,5 Milliarden Euro Mehreinnahmen erwartet. Das Plus kommt vor allem durch einen Abgleich der Meldedaten und durch anschließende automatische Anmeldungen zustande, die es zuvor nicht gab. Dabei werden Beitragszahler ohne ihr Zutun registriert. Derzeit beträgt die Abgabe 17,98 Euro pro Monat. Wer guckt, der zahlt, das Beitragssystem funktioniert. Seit gut 2 Jahren muss für jede Wohnung ein Rundfunkbeitrag überwiesen werden. Und das hat dazu geführt, dass insgesamt mehr Zuschauer zahlen, mehr als anfangs erwartet. Zu den kalkulierten Rundfunkbeiträgen für 2013 bis 2016 könnten dadurch Mehreinnahmen von etwa 1,5 Milliarden Euro kommen. Die Mehreinnahmen sind eine Bestätigung für das neue Beitragssystem. Das heißt, wir haben nicht nur verfassungsrechtlich jetzt eine Sicherheit, sondern wir wissen auch, dass ausreichend Beiträge erhoben werden durch den neuen Beitrag, um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wirklich auch auf sichere Finanzierungsbeine zu stellen. Die Sender dürfen diese Mehreinnahmen aber nicht ausgeben. Sie wandern auf Sonderkonten als Rücklage. Was damit passieren soll, das entscheiden die Ministerpräsidenten der Länder. Diskutiert wird unter anderem, ob weniger Werbung in den öffentlich-rechtlichen Sendern laufen soll. Die 1,5 Milliarden Euro könnten auch dafür sorgen, dass der Rundfunkbeitrag bis 2020 nicht steigen muss. Ich glaube, es wäre ganz wichtig, dass wir die angestrebte Beitragsstabilität möglichst lange halten können, trotz steigender Kosten. Und dazu könnte dieser Betrag durchaus dann verwendet werden. Erst einmal soll der Rundfunkbeitrag von April an aber sinken, um 48 Cent im Monat auf dann 17,50 Euro. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat erstmals einen Bildungsbericht zur Chancengleichheit von Jungen und Mädchen veröffentlicht. Basis sind die Ergebnisse der PISA-Tests. Deutschland schneidet im Bereich Mathematik besonders schwach ab. Zwar sind die Leistungen bei beiden Geschlechtern ähnlich, allerdings bewerten sich die Jungen deutlich besser als die Mädchen. Ein Unterschied in der Einstellung zeigt sich laut OECD auch bei den Eltern in Deutschland. 40% können sich eine Ingenieurskarriere für ihren Sohn vorstellen, nur 15% für die Tochter. In Chemnitz ist an die Bombardierung der Stadt kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert worden. Am Mahnmal der Bombenopfer wurde ein Kranz niedergelegt. Eine Fotoausstellung mit dem Titel »Kein Krieg in meinem Namen« soll für ein friedliches Miteinander werben. Vor 70 Jahren hatten Bomber der britischen und US-amerikanischen Luftwaffe die Innenstadt von Chemnitz weitgehend zerstört. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 6. März. Das Hoch mit Zentrum über Frankreich bestimmt in den nächsten Tagen zunehmend unser Wetter. Zunächst machen sich aber noch die Ausläufer atlantischer Tiefs bemerkbar. Heute Nacht ist es erst teils wolkig, teils klar. An den Alpen schneit es zeitweise. Sonst gibt es nur vereinzelt Schauer. Später schließen sich die meisten Wolkenlücken. Örtlich fällt etwas Sprühregen. Morgen ziehen häufig dichte Wolken durch, aus denen es hier und da etwas nieselt. An den Alpen und in den östlichen Mittelgebirgen können ein paar Flocken fallen. Am freundlichsten wird es im Südwesten. Der Wind weht im Süden schwach, im Norden mäßig und an den Küsten frisch und stark böig. In der Nacht kühlt es ab auf Werte zwischen 5 Grad an der Nordsee und minus 8 im Allgäu. Morgen am Alpenrand 2, sonst verbreitet Höchstwerte von 4 bis 10, am Oberrhein 11 Grad. Am Samstag ziehen im Norden dichte Wolkenfelder durch, sonst wird es zum Teil freundlich mit einer Mischung aus Sonne und Wolken. Sonntag und Montag erwartet uns überwiegend sonniges und vielerorts frühlingshaft warmes Wetter. Um 22.30 Uhr hat Thomas Roth diese Tagesthemen für Sie. Mietpreisbremse, wie wirksam das neue Gesetz ist und Deutschlandtrend, was die Deutschen von der Griechenlandhilfe halten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.